Also, der Multiplayer von Rise of Flight, hatte ich gesagt, da kommt noch ein bisschen mehr zu. Nee, hatte ich nicht gesagt. Hatte ich im Forum gesagt, genau, im War Thunder Forum hatten wir uns darüber unterhalten und es gibt so ein paar Sachen, die man einfach bedenken muss, wenn man den Multiplayer-Server oder auf den Multiplayer-Servern von Rise of Flight halt joint. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass wenn ich Rise of Flight installiert habe, dann beende ich erstmal die komplette Installationsroutine plus alle Zusatztools, die Rise of Flight oder Zusatzinstallationen, die Rise of Flight benötigt. Was weiß ich, .NET Framework oder keine Ahnung, was da noch so alles passieren mag oder gewünscht werden will. Und dann, wenn ich diesen Ordner habe und vielleicht auch schon meine Steuerkurven eingestellt habe für die einzelnen Flieger, dann gehe ich hin und kopiere mir den kompletten Rise of Flight Ordner auf der Festplatte in ein neues Verzeichnis, was ich anlege, was dann, was weiß ich, nenne es von mir aus Rise of Flight Clean Installation oder keine Ahnung. Weil es ist so, bei Rise of Flight, wenn du Mods installierst, dann kann es sein, dass du danach nicht mehr auf den Multiplayer-Server kommst, weil die Multiplayer-Server eben keine Modifikationen am Spiel akzeptieren. Jetzt könnte man sagen, okay, ne, man kann ja die Mod wieder entladen halt, ne, mit diesem Mod-Tool irgendwie, wo ich halt die Mods halt laden und nicht halt entladen kann. Aber funktioniert insofern nicht, weil eben auch jede Textur angemäkelt wird, die da im Texturverzeichnis ist und das ist so eine Sache, wo ich sage, so, ich will ja nicht dann hinterher nochmal alle Texturen rausfrickeln, weil das ist ja gerade eben auch so ein bisschen die Würze in der Sache. Ja, deswegen, ich empfehle wirklich an der Stelle so halt Rise of Flight, da mir komplett in ein anderes Verzeichnis zu ziehen, so und dann halt eine Verknüpfung zu der Excel-Datei von Rise of Flight zu machen und dann ist auch alles gut, ne? Man kann das halt einmal eine clean Installation starten, um auf Multiplayer zu kommen und andererseits dann eben halt die normale Rise of Flight Excel dann starten, wo ich dann halt die Mods auch drin habe und halt auch auf Mod-Server halt joinen kann, die halt mit Mods fliegen, zum Beispiel bei den Aviators of War oder sowas, wo dann halt Kampagnen geflogen werden. So. Zeigen wir das mal an der Stelle im Mehrspieler, weil ich hatte gesagt, das ist teilweise sehr unterschiedlich, was da passiert. Ich hatte in einem früheren Tutorial darauf hingewiesen, dass ihr euch unbedingt mit der Steuerung der Mischung und mit der Steuerung des Kühlers auseinandersetzen müsst. Jetzt ist natürlich so bei den deutschen Maschinen so, die reinen Motoren, die haben halt keine Mischung. Das heißt, da musst du eigentlich nichts machen, aber du musst zumindest die Kühlung dann bedienen können. So ist bei Rise of Flight keine große Kunst, weil du mit der Kühlung eigentlich nicht viel machst. Ja, oder klar, kannst du viel machen, aber so rudimentär gesehen machst du da eigentlich nicht viel. Aber jetzt kommt die Einschränkung, du wirst halt kaum Multiplayer-Server finden, die eine vereinfachte Steuerung zulassen, sondern die meisten Server erwarten von dir, dass du eben mit der Kühlung, mit den manuellen Kühlungsgeschichten, Bedienungen da halt auch vertraut bist. So, ne? Und jetzt könnte man sagen, gut, wir versuchen jetzt irgendwie einen Server zu finden, der das zulässt, so dass ich da halt auch mit der Automatik fliege. Aber wie gesagt, das ist die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Ne? Und so viele Server gibt es für Rise of Flight nicht mehr. Es gibt ein paar Enthusiasten noch, die Rise of Flight fliegen. Und da würde ich mich dann schon eher nach den Geflogenheiten richten, die da vor Ort halt gegeben sind. So, und die Server selber, die Multiplayer-Server, die sind von der Struktur her, ja, kann man sagen, so von zart bis hart. Einerseits lassen sie halt eine Minimap zu, wo ich meine Position einsehen kann. Und andererseits ist es so, da kannst du dann halt nichts machen und kannst nichts sehen, sondern du musst dir wirklich am Anfang einprägen, wo
wo muss ich hin, wo sind die Ziele, also sprich auf Kompass nach Norden, Nordwesten fliegen, da habe ich ein Target und am besten dann halt auf der Karte auch schon so topologische Gegebenheiten einprägen, wie ein Fluss zum Beispiel, dem Fluss kann ich dann folgen und so, wie es auch tatsächlich halt gewesen ist, weil mit Navigation im Ersten Weltkrieg eben auch nicht so viel los war, ne? Es gab keine Funkverbindung, es gab Kartenmaterial, aber viel wurde halt eben über Sicht gemacht. Und da ist Rise of Flight eigentlich genau an dem dran, an der Basis, wo ich sage so, ja, so muss es auch sein. Ja, und das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich. Am Anfang gewöhnungsbedürftig, klar, weil man halt mit Navigationsflug so nicht viel zu tun gehabt hat. Hier müsst ihr dann eure Maschinen wählen. Das ist ein Server zum Beispiel, sieht man hier sehr deutlich. Hier werden euch die Gegner auf der Minimap angezeigt. Und hier hast du eine Auswahl der Maschinen. Ich wähle jetzt hier den Fokker D7. Gucken wir vielleicht nochmal ganz schnell im Hangar an, was ich gewählt habe für den. Also so viel Sprit brauche ich nicht. So. Skins, Custom Skins kann ich eh nicht anwählen. So, von daher, das ist relativ easy halt abgefrühstückt, was da im Menü gemacht werden muss. Und yalla. Jetzt ist das ein Server hier, wo im Grunde genommen über dem See, also so wie wir das jetzt hier gesehen haben auf der Karte, über dem See die Sicht sowieso sehr gut ist. Und da kann dir eigentlich so nicht viel passieren. Ne? Du steigst und dann guckst du in der Mitte irgendwie, es gibt Missionsziele, es gibt halt Handle-Page-Bomber, die hier rüberkommen und so. Und das ist nur eine Variante von Rise of Flight. Ich mache die Minimap jetzt auch wieder an, damit man das so ein bisschen sehen kann. Du siehst deine Position auf der Karte, du siehst, wo du hinfliegst, du siehst den See, du siehst die Gegner auf der Karte, also zumindest die KI. Gegner siehst du halt nur, wenn sie tatsächlich auch im Sichtfeld, wenn sie aufgedeckt sind von anderen Maschinen. So, und das war's in dem Sinne. Und dann absolvierst du im Grunde genommen deine Flüge hier. Und am besten im Team, klar, wenn es geht. Also wenn du einen Kollegen hast, der mitfliegen kann, ist es immer besser als alleine fliegen. Aber es geht auch alleine, je nachdem, wie deine Routine es zulässt. So, das ist jetzt eine sehr einfache Variante, die ich da gewählt habe von Multiplayer und Servern. Und schauen wir uns mal die nächste an. Wählen wir einfach mal einen anderen Server. Ich hoffe, ich finde jetzt auch direkt so ein bisschen, ja, ich würde es vielleicht so Hardcore-Server oder was weiß ich, wie man es nennen mag. So, wir nehmen jetzt einfach mal den hier. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ein Passwort, schön. Dann nehmen wir mal den. Auch hier erwartet mich ein Passwort. Da meine ich, wäre ich letztens gewesen. Auf dem Server, jetzt muss man dazu sagen, so US, ne? Wir haben jetzt hier 18.27 Uhr in Deutschland und da muss man dann halt auch nicht erwarten, dass man auf dem US-Server allzu viele Leute antrifft. Oh, dann schauen wir mal. Also ich hoffe, dass ich jetzt hier auch direkt schon ein Beispiel habe dafür, wie dann sowas in der Praxis aussehen kann, wenn es halt richtig hart auf hart kommt. So, jetzt sind wir auf dem Server drauf, so, das ist jetzt hier die Situation. Das heißt, je nachdem, ne, was hier gerade passiert, was hier abgeht, so, sollte man vielleicht ein bisschen länger auch auf die Karte gucken. Ja, also wenn keine Minimap irgendwie zur Verfügung steht, dann ist es halt schon nicht schlecht, wenn man sich einprägt. Wo startet man, in welche Richtung fliegt man? So, man hat hier halt ein blaues Team, man hat ein rotes Team, so, jetzt hätte ich man hier zur Verfügung zum Beispiel den Albatros. Am nächsten Flughafen konnte man eine Halberstadt vielleicht noch mitnehmen. Was haben wir noch zur Auswahl? Soweit nichts. Also relativ frühe Modelle. Ich nehme mal den Fokker DA1 mit. Oh, sag okay zum Einsatz. Und werde jetzt einfach den mal joinen. Oh, ich sehe eine Position von mir auf der Minimap. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber es kann sein, in dem Moment, wo ich mich in die Luft bewege, dass sich diese Position auch sehr schnell in Schall und Rauch auflöst. Aber das werden wir mal sehen.
Wie ich sehe, auf diesem Server sind die Automatiken an. Also die sind erlaubt hier auf dem Server. Das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Aber gut, nehmen wir mit. Muss man nichts machen. Außer die Kiste in die Luft bringen. Und auch auf der Minimap sehe ich, dass die Position halt auch angezeigt wird, also die Richtung, in die ich fliege. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht großartig navigieren anhand der topologischen Gegebenheiten auf der Karte bzw. nach Kompass navigieren. So, das ist ja auch schon mal was. Obwohl ich mal klipp und klar sagen muss an der Stelle, beide Systeme haben was. Ne? Also wenn ich jetzt gar nichts mehr auf der Karte habe und beziehungsweise vielleicht auch gar keine Minimap zur Verfügung habe, sondern mir am Anfang schon die Richtungen einprägen muss, dann hat das natürlich auch den Vorteil, dass ich wirklich, ich fliege dann auf Sicht. Ne? Und auf Sicht fliegen ist schon so, man hat halt da Begebenheiten, ne, wenn man da rumfliegt, dass man da wirklich im Hinterland auf den Gegner alleine trifft und so und dann über den einen Dogfight mit dem Gegner halt führen kann, über 30 Minuten oder sowas. Das kann schon mal echt lange dauern bei Rise of Light, je nachdem, wie man da vor sich hat. Und das hat natürlich auch echt richtig Qualität. Ne? Also ich will die Server auf gar keinen Fall schmälern, sondern ganz im Gegenteil, das macht schon Laune. Ne? Hoppala. Na, wusste wohl. Das war jetzt aber ein Fehler von mir. Ja, wollte ich auf alle Fälle mal gezeigt haben, wie das so aussieht, ne, bei Rise of Flight, so dass man da schon verschiedene Servertypen zur Auswahl hat und dass die halt auch anders ausfallen, je nachdem, was man macht oder worauf man joint. Und die können wirklich richtig knallhart werden, die Server. Dadurch, dass man sich halt die Topologie der Karten richtig einprägen muss, um die Missionsziele da zu erfüllen. Also so einen Moment mal vielleicht auch gucken, was ist da eigentlich, was muss ich machen? Was sind die Missionsziele? Also ne, geht es darum, irgendwelche Bodenziele zu zerstören oder sonst irgendwas? Das ist da wirklich das A und O. Jetzt hier bei Rise of Light. Und man muss halt auch so ein bisschen gucken, dass man so seinen Server findet, wo man sagt, ja, der ist cool, und man hat aber auch eine Menge Auswahl, ne, wo man sich auch weiterentwickeln kann, also innerhalb der eigenen Spielstärke, wenn man da mal so richtig sattelfest ist, auch mit den mit der manuellen Mischung und der manuellen Motor, Kühlungssteuerung so, dann wird das natürlich auch eigentlich immer cooler so, ne? Das liegt halt viel am eigenen Skill. Upsala. Bisschen wenig Speed drauf gehabt. Ja, das ist zum Beispiel jetzt hier, sehe ich gerade. Das ist eine coole Sache. Man sieht hier an dem Server, es ist die Karte zwar an, aber die Bordinstrumente sind ausgeschaltet unten. Also die HUD, nicht die Bordinstrumente, die HUD ist ausgeschaltet. Das heißt, ich muss jetzt im Grunde genommen jedes Bordinstrument in der Maschine selber ablesen. Und das ist natürlich hier beim DA1 ist das, ja, das ist schon lustig. Also das muss ich definitiv sagen, weil Geschwindigkeit ist ja nun eine Sache, die beim DA1 echt sehr, sehr wichtig ist, dass man die Geschwindigkeit der Maschine immer unter Kontrolle hat. Ja, ausprobieren, machen. Nicht wundern, wie gesagt, ich empfehle eine clean Installation. Und ja, das war zum Thema Multiplayer-Server, ein Movie, und ich werde mit Sicherheit noch ein oder zwei Stück dazu machen, um so ein paar Feinheiten noch zu erklären. Ja, in diesem Sinne, tschüss.